Ja, moin zusammen, geht los. Ja, willkommen im wunderschönen Köln. Ich hoffe, ihr habt bisher einige spannende Themen schon erlebt und wir hoffen, dass der nächste euch auch positiv in Erinnerung bleibt. Ja, was machen wir heute? Wir wollen euch so kleine Einstiege in die Theme-Entwicklung auf Basis von Warp anbieten und zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr werdet danach Lust haben, Warp mal auszuprobieren. Ja, ich fange mal direkt an, stelle mich mal vor. Ich bin Danny Knaack, 29 Jahre alt, komme aus Hamburg, bin gelernter Mediengestalter, arbeite jetzt seit fast 4 Jahren bei Youseam. Ja, Kerngebiete bei Youseam sind halt das Design der Layouts mittels Photoshop, die Theme-Entwicklung in Warp und UIKit und das Ganze natürlich mit Technologien wie CSS, HTML und LESS. Ja, das erstmal zu mir. Ja, dann stelle ich mich einmal vor. Ich bin Hendrik Behnke, 30 Jahre alt, auch aus der schönen Hansestadt Hamburg und jetzt seit Februar bei Youseam als Entwickler eingestellt. Und ich entwickle an dem Warp Framework mit und unterstütze die Designer bei der Entwicklung der Templates. Und ich werde euch später dann in diesem Workshop einmal die technische Erweiterung von den Templates erklären. Ja, kurze Frage. Kennt ihr irgendwer Warp? Sind ja schon einige. Sind auch Entwickler hier, also Leute, die ja auf. Okay. Auch sehr schön. Ich hoffe, dass hier nach dem folgenden Beitrag, dass noch ein paar mehr Leute werden. Ja, erste Frage ist natürlich, wer Warp jetzt nicht kennt, was ist überhaupt Warp? Ja, Warp ist ein auf PHP basierendes Theme Framework und bietet halt Entwicklern einige Toolkits wie PHP, JavaScript und CSS. Ja, Warp selbst ist cross-plattformfähig, das heißt, wir entwickeln eigentlich nur ein Theme und das wird durch Warp eigentlich schon so generiert, dass wir es halt für mehrere Systeme benutzen können. Von unserer Seite aktuell sind es halt Joomla 2.5, Joomla 3 und WordPress. Ja, wie genau funktioniert das eigentlich? Ja, wie gesagt, Warp ist die Kernkomponente unserer Themes. Das heißt, Warp abstrahiert sozusagen das unterliegende CMS. Also Warp hat sozusagen Adapter, die halt sozusagen für die einzelnen Systeme bestehen. Für Joomla, für WordPress. Theoretisch könnte man natürlich auch Drupal oder andere Systeme hinzufügen. Und das heißt dann im Endeffekt, wenn jetzt zum Beispiel Joomla 4 rauskommen würde, würde Warp einen Adapter von sich aus bereitlegen. Und das heißt, wir müssen das Theme eigentlich so im Prinzip kaum anfassen oder updaten. Ja, was werden wir euch heute zeigen? Wir haben mal 6 kleinere Themen vorbereitet. Wir hatten eigentlich mal mehr gehabt, aber die Zeit ist recht knapp. Und ich fange dann halt mal mit so einigen optischen, Anpassung an und der Hendrik wird dann später nochmal etwas technischer werden. Ja, wir haben das schon so mit der Zeit sehr knapp bemessen. Das heißt, wenn ihr nachher Fragen habt oder was wissen möchtet, könnt ihr uns gerne durchlöchern. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher in den Pausen sein, weil die Zeit recht knapp ist. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. So, ja, wir haben uns einfach mal eines unserer Themes geschnappt und einfach mal eine Demo-Installation aufgesetzt. Wir haben das Moreno-Theme gewählt, weil ich glaube, dass man hier ganz gut erkennen kann, also die Farbanpassung ganz gut erkennen kann. Ja, was macht man eigentlich als erstes, wenn man sich zum Beispiel ein Theme runterlädt? Oder halt sein Theme runtergeladen hat und seine eigene Webseite bauen will. Ich persönlich benutze oder wir persönlich passen zunächst erstmal die Farben an und dazu möchte ich euch den Customizer mal zeigen. Der Customizer funktioniert halt, weil wir die LESS-Technologie benutzen bei unseren Themes. Das heißt, LESS ermöglicht es uns, CSS dynamischer zu schreiben, da wir in LESS-Funktionen, Variablen und Berechnungen machen können. Und
der Customizer tut nichts anderes als das hier live und direkt. Ja, noch den Browser ein bisschen kleiner machen. Ja, der macht, also mit dem Customizer, wie gesagt, hat man die Möglichkeit, hier live sein Theme anzupassen. Und das funktioniert folgendermaßen. Dieses Theme zum Beispiel hat schon einige Styles mit dabei, aber ich würde jetzt mal sagen, uns gefällt keins davon. Deshalb kopieren wir uns einfach mal das Default Theme und nennen es MyStyle. So, jetzt haben wir es einfach mal kopiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Seite UI-Kit, weil unsere Themes natürlich das UI-Kit-Framework benutzen. Und hier haben wir eine Übersicht aller stylbaren Elemente, Buttons, Formulare, Module. Und die Seite benutzen wir natürlich auch persönlich bei uns, um natürlich das Theme anzupassen. Und ja, anfangen wird man wahrscheinlich einfach mit einem einfachen Background. Und dazu haben wir hier so eine Art Color Picker, in dem wir ganz einfach Farben picken können. Ich würde das Ganze jetzt erstmal etwas heller und vielleicht ein bisschen orangener machen. Ja. Ist jetzt nicht super schön, weil die Farbe natürlich jetzt nicht mehr so gut im Kontrast steht. Und dazu ändere ich natürlich auch die Farbe. Die machen wir ja auch heller. Und natürlich auch leicht beige. Da haben wir es. Und sagen natürlich, oh, das Grün ist schon giftig. Das gefällt uns natürlich auch nicht. Und da ist dasselbe Prinzip. Wir können hier Farben picken. Wir können natürlich auch hier alles leicht transparenter machen. Ich picke einfach mal ein schönes Orange. Natürlich vollflächig. Ja, nicht ganz. So. Und natürlich auch für die Linkfarbe. Jetzt könnte man natürlich einfach kopieren, damit es einen gleichen Wert bleibt. Und schon haben wir ja, eine leichte Anpassung unseres Themes vorgenommen. Natürlich bietet der Customizer viele weitere Optionen und da wir aber nicht die Leute erschlagen möchten, direkt über den Customizer aufmacht, haben wir einen sogenannten Advanced Mode. Wenn ich den jetzt anklicke, werden eigentlich alle verfügbaren Anpassungen oder Variablen der einzelnen Komponenten ja, angezeigt. Das Ganze natürlich alphabetisch, damit man ein bisschen den Überblick hat. Und dazu zeige ich euch mal ganz kurz was zum Grid. Wir haben für das Grid sozusagen ein Gatter, das bestimmt halt die Abstände der einzelnen Elemente zueinander. Und das kann man am besten sehen, wenn wir auf die Seite Layouts gehen. Hier haben wir das Ganze mal. Und dort möchte ich ganz gerne, dass das alles ein bisschen größer wird. Ihr seht, passiert das hier alles live sozusagen. Ja, und jetzt bin ich der Meinung, ich finde das, so wie ich es jetzt gemacht habe, gut. Möchte es erstmal abspeichern und vielleicht später noch was dran machen. Und dazu speichere ich mir jetzt einfach mal diesen Style. Jetzt ist kurz was passiert, das erkläre ich gleich nochmal. Jetzt wollen wir natürlich diesen Style bei uns im Frontend benutzen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier gerade noch das Default Theme oder den Default Style von Moreno. Und haben hier, wie gesagt, noch die alte Ansicht. Um unseren Style jetzt zu benutzen, gehen wir einfach unter den Punkt Layouts in Warp und wählen hier unseren MyStyle aus und sagen einfach mal Save. Und es müsste theoretisch natürlich ja, unser Style geladen werden. So, jetzt haben wir natürlich noch ein weiteres Feature, was das Ganze natürlich noch ein bisschen spannender macht. Sagen wir mal, wir wollten unseren Style jetzt nur auf gewissen Seiten innerhalb unserer Webseite benutzen. Dafür resette ich das erstmal wieder auf Default. Und habt jetzt die Option Layouts. Layouts ist eigentlich nichts anderes als eine Art Profil, welches Layout-Eigenschaften oder Einstellungen für, ja, also abspeichert sozusagen. Und dies können wir natürlich dann gewissen Seiten zuteilen. Und dazu lege ich einfach mal ein neues Layout an. Nehmen wir My Layout. Und wählen hier dementsprechend unseren My Style aus. Haben natürlich die Option jetzt hier gerade Moreno Article Style Boxed. Finde ich ein bisschen schöner. Machen wir mal. Wir können natürlich auch die Sidebar, Breiten und so weiter alles ändern. Auch das Gridverhalten. Brauchen wir aber alles aktuell nicht. Und ich sage, ich möchte unser Layout ganz gerne nur bei zwei Seiten haben. Das heißt UI-Kit
und zum Beispiel Joomla, der Blog an sich sozusagen, ist auf einmal mal safe. Das heißt, wenn ich jetzt hier refreshe, müsste unser Style ja, ja beibehalten werden. Tut er auch. Würde ich jetzt auf den Punkt WidgetKit gehen, ja, ist er nicht mehr da. Gehe ich auf Joomla, ist er wieder da. Ja, das ist es erstmal so zum eigenen Style. Jetzt möchte ich euch noch ganz gerne kurz zeigen, wie das Ganze natürlich funktioniert, so ein bisschen technischer. Und dazu gehe ich mal kurz in die Template-Struktur. Und ja, um das kurz zu erklären, wir haben eigentlich in unserer Theme, den unserer Less, und in der liegt die Theme-Less, das ist eigentlich die Hauptdatei, in der, die kann ich mal kurz aufmachen, wird nichts anderes gemacht, als zu sagen, wie das Layout aussehen sollte. Wo ist die Navbar, wie breit ist sie, ist das Layout, ist es Widescreen, ist es gerappt, das machen wir alles über die Theme-Less. Hier wird eigentlich nur gesagt, wie das Theme an sich aussehen soll. Und das Theme wiederum inkludiert oder importiert das eigentliche UI-Kit-Theme. Das, was wir eigentlich eben hier gesehen haben. Das heißt, die ganzen, das Styling für die Elemente. Und wie gesagt, die Theme-Less bestimmt eigentlich nur das Aussehen des Layouts an sich. Ja, was der Style nun dazu beiträgt, ist, wir haben in UI-Kit natürlich, arbeiten wir mit Less. Und dort verwenden wir natürlich Variablen. Die sehen aktuell ja, so aus. Das heißt, wir haben hier ganz normale Farbeigenschaften, die wir hier per Variable setzen. Und unsere Style.less macht jetzt nichts anderes, als diese zu überschreiben. Wie wir sehen können, wir haben jetzt eben gerade einfach nur mal ein paar Farben ausgetauscht und das Gatter verändert. Und genau das steht jetzt auch in unserer Style.less drin. So. Um euch das nochmal genauer zu zeigen. Also, wir haben die Scene.less, das ist eigentlich die Hauptdatei. Diese wiederum importiert eigentlich UIKit aus Warp, das ist das Core-Framework in dem Sinne. Das hat eigentlich sozusagen ganz simples, rudimentäres Styling. Wir haben das UIKit-Scene. Ja, welches halt eigentlich komplett alle Elemente durchstylt und eigentlich so das meiste der optischen Darstellung wiedergibt. Und wir haben natürlich optional die Style-Less, die sich damit einklingt. Und was Less jetzt nun macht, also der Less-Compiler, ist, er generiert uns aus all diesen Komponenten eine Scene.css, also ganz reguläres CSS, wie wir es halt kennen. Und das können wir natürlich auch in Warp machen. Wir haben natürlich die Option in Warp, dass wir sagen können, compile less. So würde das alles normal, ja, normal generieren. Und wir haben die Option compile less in the browser on every page load. Das heißt eigentlich nur für Leute, die wirklich in Less arbeiten, dass das halt live kompiliert wird. Würdet ihr den nicht anmachen, müsstet ihr theoretisch immer auf compile drücken, weil Less sich halt nicht wie CSS automatisch generiert. Dazu haben wir diesen Live-Compiler, sagen wir dazu. Und der Trick ist, also ihr könnt theoretisch, wenn ihr möchtet, an der CSS, ganz normal, hier haben wir die CSS, die ist recht lang, die beinhaltet komplett alle Komponenten, inklusive Normalized CSS. Und da könnt ihr natürlich auch drin arbeiten und das Ganze verändern. Problem wird halt nur sein, wenn ihr das machen würdet und ihr würdet wieder compilen, wird das natürlich nicht mehr Bestand haben. Deshalb, wenn man jetzt nur mit CSS arbeiten würde, würde ich halt immer ein Backup davon machen. Ja. Ansonsten nochmal einen kleinen Tipp für diejenigen, die ganz gerne, ganz schnell CSS-Änderungen haben möchten oder eine eigene Klasse oder so weiter hinzufügen möchten, haben wir die sogenannte Custom CSS. Und die wird automatisch schon von Haus aus in Warp geladen, in jedem Scene. Und in der können wir theoretisch eigentlich reinschreiben, was wir wollen. Und ich zeige das mal anhand eines Beispiels. My Class. Und der sagt eigentlich nur, dass ich den Border ein Pixel Solid Red haben möchte. Und speichere das jetzt noch nicht. Und ich möchte die Klasse ganz gerne verwenden. Und zwar möchte ich diese Klasse zum Beispiel nur bei einem Modul haben. Das wäre jetzt hier Build with UIKit. Und dazu gehe ich einfach in den Art Module Manager in Warp. Hier werden alle angelegten Module aus Joomla angezeigt und die haben natürlich gewisse Style-Optionen
oder Einstellung. Und da filtere ich jetzt einfach mal Darwin und sage, ich möchte ganz gerne hier My Class benutzen. Und sage natürlich Speichern. Und gucken wir das nochmal an. Wahrscheinlich ist jetzt noch was passiert, weil ich es noch nicht gespeichert habe. Jo. Aber wenn ich natürlich die CSS-Datei speichere, werden wir gleich sehen, dass wir schon eine kleine Änderung gemacht haben. So. Das funktioniert natürlich für alle Elemente. Man kann sich theoretisch auch zum Überschreiben? Auch zum Überschreiben, ja. Man kann also theoretisch auch hier in den Quellcode gucken und sieht hier, okay, wir haben jetzt hier Main. Und wir haben, achso, da war sie ja schon. Hier im Content. Und wir haben hier die Breadcrumb. Und wir möchten jetzt gerne UK Breadcrumb überschreiben. Das könnten wir theoretisch eigentlich auch ganz easy hier machen. Also hier können wir reinschreiben, was wir wollen. Der Vorteil bei der Custom CSS, im Gegenteil zur Theme CSS, wenn ihr was reinschreibt, ist, wenn ihr kompiliert, wird diese nicht überschrieben. Diese wird immer Bestand haben. Das heißt auch, wenn ihr aus Versehen, das kann immer mal passieren, auf Compile S drückt, weil der Button so schön aussieht, passiert nicht manchmal, dann werdet ihr auf jeden Fall noch weiterhin Glück haben und das wird noch alles weiterhin funktionieren. Custom Less hat man nicht. Gibt es auch. Wo hätten wir auch gerne erklärt, aber das wäre dann schon ein bisschen tricky. Also wir haben es bei uns in der Dokumentation. Kann ich auch nochmal vielleicht bei Gelegenheit, wenn ihr auch nochmal Fragen dazu habt, auch nochmal erklären. Man kann auch eine Custom Less anlegen. Okay. Ist nur technisch ein bisschen aufwendiger. So, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet. Ich. Ja. Wird die Custom immer als allerletztes genannt? Ja. Also das heißt, die gewinnt immer. Jetzt nach dem Kompilieren, das war eigentlich gerade gezogen, ne? Zum Schluss. Achso, nee, die kompilierte Theme CSS wird sozusagen zuerst geladen und dann kommt die Custom CSS. Die wird nicht mit reingelegt, die ist unabhängig davon. Ja, genau. So, jetzt haben wir ein bisschen an den Farben rumgespielt und so unser Template ein wenig verändert. Kommen wir nun zu dem Teil, wo wir das Layout ein wenig verändern wollen und zum Beispiel eine neue Modulposition in unser Layout einfügen wollen. Funktioniert folgendermaßen. Wir schließen erstmal wieder alles und gehen in unserem Template in die Template Details XML und sagen da erstmal Joomla, dass wir eine neue Position haben. Als Beispiel will ich einfach mal eine weitere Top-Position hinzufügen. Dazu kopiere ich mir einfach diese Zeile, füge sie ein und gebe ihr einen neuen Namen. Nennen wir sie Top Custom oder Top C. Ich nenne sie Top Custom. Speichern das Ganze und ab jetzt weiß Joomla, dass es diese Positionen gibt und wir können da Module hinzufügen. Jetzt müssen wir die natürlich in unser Layout einfügen. Das gesamte Template-Layout, das gesamte Markup befindet sich in der Theme.php im Ordner Layouts. Also hier ist einmal das gesamte Template-Markup drin. Unser Top-Block, in dem das Navigationsmenü ist, die Suchbox, unser Logo. Und hier sind unsere weiteren Top-Modulpositionen. Und da können wir jetzt einfach mal unsere hinzufügen. Machen wir eine neue Section. Und hier drin wollen wir dann unsere Module rendern. Den Zugriff auf die Module in Joomla kriegen wir über unseren Widget-Helper. Den erreichen wir über Widgets. Und über die Methode Render können wir den Inhalt von den Modulen in Top Custom ausgeben. So, das Ganze müssen wir natürlich noch echoen. So, geben wir hier noch eine Class Custom. So. Und wenn wir jetzt. Du hast eine Section zugemacht. Ging in der Probe auch was. So, und damit haben wir eine neue Modulposition. Können wir auch jetzt gleich schon in unserem Markup sehen. Da ist sie.
Ist natürlich ein bisschen doof, weil die wollen wir nur da haben, wenn wir auch tatsächlich Module darin publishen in Joomla. Das Ganze können wir dann auch wieder über unseren Widget-Helper abfragen. Also if this Widgets Count zählt uns die Module in unserer Position Top Custom. Ja, das Ganze. Ups. Das ist PHP zu früh zu gemacht. Um in der Zeile. Widgets. Ja. So sieht es besser aus. So, ab sofort haben wir sie nicht mehr in unserem Markup. Die Top-Custom ist raus und jetzt können wir da drin fleißig Module publishen. Gehen wir auf den Module Manager, fügen ein neues Modul hinzu. Wir nehmen einfach mal ein Custom-HTML-Modul, nennen es auch so schön MyModule in Position Custom und können hier dann unsere Custom auswählen, speichern das Ganze und sehe da, wir haben ein neues Modul in unserer Position ausgegeben. So, das Ganze kopiere ich jetzt einmal. Jetzt haben wir hier zwei Module und wie wir vorhin in den Template-Optionen gesehen haben, gibt es hier unter dem Punkt Layouts die Grid-Option. In der können wir einstellen, wie sollen denn die Module in der Position angeordnet werden. Also die Option, dass sie parallel angeordnet werden, stacked oder eben das erste Modul in der doppelten Breite und wie verhält sich das Ganze auf unseren mobilen Devices. Unsere Position würden wir natürlich auch gerne hier drin haben, damit wir auch die Einstellung für unsere Position übernehmen können. Die ganzen Konfigurationsoptionen finden wir in der Config.xml. Hier sind einmal alle Settings, die wir in den Template-Optionen auswählen können, hinterlegt. Suchen wir hier einmal nach Layouts und Grid und fügen hier einfach mal unsere Position hinzu. Custom. Schwupps. Und wenn wir jetzt hier aktualisieren, sehen wir, unsere Position ist auch da. Wir können einstellen, okay, die Module sollen parallel sein und stacked on phones. Das Ganze wird natürlich in unserem Layout und unserem Style einstellen. Dann zu Demonstrationszwecken, stacked on phones, speichern. Passiert natürlich noch nichts. Das Ganze müssen wir natürlich in unserem Layout auch abfragen und entsprechende Klassen setzen. Gehen wir wieder zurück in die Theme.php und anstatt jetzt hier eine feste Klasse zu hinterlegen, können wir auf die Grid, auf das Array Grid Classes zugreifen und unsere Position auswählen. So. Und unserem Modulrenderer können wir auch ein weiteres Argument übergeben, das das Layout davon bestimmen soll. Übergeben wir ein Array Layout und das Ganze kommt aus unserer Konfiguration. Config
mit der Methode get können wir auf diese zugreifen und über die Punktnotation, die ganzen Konfigurationen sind als JSON-Objekt in der config.json hinterlegt und darauf können wir jetzt mittels Punktnotation direkt auf unsere Option zugreifen. Wir wollen die Option grid in top custom und zwar die Option layout haben. So, speichern wir das Ganze und wenn wir jetzt auf unsere Seite gehen, da wir ja hier in unserem Layout die Option eingestellt haben, sind unsere Module jetzt parallel angeordnet. Das heißt, stacked jetzt wieder untereinander, und um das Ganze nochmal im Mobil zu zeigen. Also parallel Stack und Phones. Und sobald wir in einer mobilen Ansicht wären, werden die Module automatisch wieder untereinander angezeigt. Ja. Kommen wir als nächstes zu den Template Overrides. Wenn wir jetzt einzelne Joomla Style vergessen. Ah, ja, genau. Wir können natürlich auch in unseren Positionen in den Module Manager. Typisch Programmierer, es funktioniert, aber es sieht nicht gut aus. Da muss ich dazwischen kommen und sagen: Ja, Junge. Das können wir hier unsere Position custom. Hier haben wir unsere Module und wir wollen natürlich, dass sie in unserem neuen Style Box Primary erscheint. Speichern das Ganze. Ja, da haben wir sie auch. Dafür habe ich ja den Style extra gebraucht. Okay. Ja. Template Overrides, genau. Wenn wir einzelne Joomla-Komponenten oder Module überschreiben wollen, können wir natürlich die Template Overrides benutzen. Warp bietet einmal schon in dem entsprechenden System die Layouts hier einmal alle Komponenten als Overrides angelegt. Das ist die Abstraktion von dem Joomla, also dass alles in unserem Warp gerendert wird. Wir möchten jetzt zum Beispiel einfach mal das Layout der Blogartikel ändern. Momentan sehen wir als Beispiel, die Metadaten sind hier oben vorhanden. Was wir dann machen, ist, wir kopieren uns einmal den vorhandenen Override von dem Artikel. Kopieren wir in unseren Style. Nach Style legen hier einen Ordner an, der sich auch Layouts nennt. Dort legen wir einfach diese Artikel-PHP ab und ab sofort wird, wenn unser Style, MyStyle ausgewählt ist, der Artikel immer mit dieser Artikel-PHP gerendert. Und die Anpassung sieht dann folgendermaßen aus. Einfach nur, um es zu verdeutlichen, dass jetzt diese Datei benutzt wird, kopieren wir uns mal die Meta-Informationen bzw. schneiden sie aus und fügen sie an einer anderen Position ein. Am Ende des Artikels. Und sobald wir jetzt speichern, kaufen es nicht. Und aktualisieren, sehen wir, dass in unserem Style die Artikel mit unserem Artikel-PHP in Layout gerendert wird. Gehen wir jetzt auf eine andere Seite, sind die Meta-Informationen weiterhin im Default vorhanden. So. Ja. Ich glaube, damit wäre ich schon am Ende. Aber noch so ein kleiner Tipp, ne? Wenn ihr so fauler Designer seid wie ich, ja, dann, das hat, einige haben davon auch schon gegrinst, habe ich gesehen, dann könnt ihr euch auch einfach bei der Geschichte hier Top B kopieren und schreibt da Schrauf Top B einfach nur mit Top Custom aus. Genau, das wäre dann der schnelle Weg, den ich auch präferiere. Das machen nicht nur Designer so, das hätte ich auch getan. Aber zu Demonstrationszwecken einfach mal ausführliche Weg. Ja.
geht bei den Overrides einfach nur nach der Namenskonvention. Das heißt, jede andere Komponente kann ich auch da rein. Genau, jegliche Override andere Komponente, wenn wir jetzt ComContacts oder so überschreiben wollen, legen wir uns den Ordner ComContacts in den Layout-Folder und ab sofort wird dann in unserem Style dann diese Rendererin. Ja, okay. Wer entwickelt das und wie viel kostet das und wie ist das denn lizenzmäßig? Das war Frame, ne? So. Das sind die abschließenden Worte. Ja. So, ja, also wir haben natürlich auch ein sogenanntes Master Theme. Es ist frei erhältlich unter utheme.com/warp. Das Master Theme ist Open Source. Also, und ist halt abgeschmeckt. Also, wir haben jetzt gerade Moreno gesehen, das ist ein durchgestyltes Theme von uns. Dafür braucht man eine Mitgliedschaft, also man muss ein bisschen zahlen. Aber das wiederum kann man sich einfach runterladen. Das ist ein guter Blueprint, gut zum Starten. Und darauf basierend kann man eigentlich theoretisch auch eigene Seiten bauen für Kunden und so weiter. Man braucht eigentlich nur Joomla und das Master Theme. Und so fangen wir eigentlich auch an mit dem Master Theme. Das ist immer weiß, blau, nicht viel los. Ihr habt das aber komplett eingestylt. Ihr habt keinen Bootstrap oder irgendwas drin, sondern alles. Wir haben ein UI-Framework. Ja. Das haben wir auch entwickelt. Das ist auch eine Art, also eigentlich ist es ein Frontend-Framework. Und da werden die beiden Kollegen, Florian und Anne, gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das heißt, es ist ähnlich wie Bootstrap. Es gibt ein paar Vorteile. Die werden sie euch auch wahrscheinlich nochmal erzählen. Und das haben wir halt bei uns im Haus entwickelt, weil wir das eigentlich, ja, Bootstrap ist halt nicht schlecht, aber es war für unsere Bedürfnisse halt nicht so ideal. Also haben wir halt UI-Kit entwickelt und das ist natürlich auch mit Master-Theme in unserem Themes auch mit inbegriffen. Lässt sich komplett durchstylen, wie gesagt. Aber mit dem Customizer oder auch, wer es mag, direkt bei LESS, kann man alles machen, wie man möchte. Wie wird es denn reagieren auf Veränderungen, auf Updates von... Das Theme? Also das ist ja der Trick dabei. Wir haben ja Warp. Und Warp hat sozusagen, das hatten wir vorhin kurz. Warp hat sozusagen, das ist jetzt einfach mal ein runtergeladenes Theme, hat hier unter Systems, das wäre der Adapter Joomla. Und wir haben halt intern halt noch mehrere Ordner, deswegen haben wir einen Joomla 2.5 Ordner und einen Joomla 3 Ordner. Das heißt, wenn man das Template, das ist ja jetzt ein 3.3er Template, als 2.5er runterlädt, dann ist es an sich der gleiche Ordner, aber halt auf 2.5 gemacht. Das gleiche ist wie bei WordPress. Jetzt eher zukünftig. Zukünftig. Also, sobald eine neue. Wenn man das Joomla-Projekt dann updatet auf neuere Versionen, was passiert denn dann? Achso, dann müsste man theoretisch natürlich auch Warp updaten. Genau, das wird dann. Das Theme, kann man, also eigentlich lädt man sich das Theme dann runter, in dem ist natürlich Warp mit drin aktuell. Und das Theme ist dementsprechend natürlich auch angepasst. Wir müssen halt öfters mal beim Theme Änderungen machen, wenn zum Beispiel Bootstrap sich Klassen geändert haben und Joomla benutzt ja Bootstrap, dann wird das Theme dementsprechend natürlich auch und natürlich auch Warp mit geupdatet. Und wir haben halt auch bei uns im Backend nochmal den Menüpunkt Informationen, wo wir halt sehen, welche Versionen gerade aktuell sind und ob es halt, wenn es halt was Neues geben würde, wird halt auch eine Benachrichtigung kommen. Wie schnell ist die Reaktionsphase für ein neues Update von Joomla, von eurer Seite? Freitag nicht wollen. So schnell, aber generell. Ja, nee, aber bei Team. Ja, also, wir gucken uns schon die, wie heißt das so schön? Release Candidates. Release Candidates vor an. Genau. Also schon Zeit, ja, schon ja. Sobald es eine neue Joomla-Version verfügbar ist, sind auch unsere Teams in der Regel. Ja, oder die Möglichkeit, sage ich mal, dual dazu hochzufahren, erstmal in die Testumgebung zu testen und dann schauen, was passiert. Es muss ja nicht immer sein, dass ihr was anpassen müsst. Nicht immer. Nein, nicht immer. Teste es einfach mal in der Testumgebung und schau dann letztendlich und du kannst dann das Projekt trotzdem hochladen und umstellen. Okay. Also diese Abwärtskompatibilität gibt es ja auch. Das heißt, ich habe gerade einen Fall gehabt, einen Kunde mit irgendeinem Framework. Template mit, ich glaube, auch einer 3er-Version oder 2.5er-Version irgendwie gekauft, vor 2 Jahren oder so, alles fertig gemacht, so ist der Kunde. Wollen wir wieder alles auf den aktuellen Stand bringen und die sagen, okay, dieses Template, Kauftemplate gibt es nicht mehr für die 3er-Version, aller Pech gehabt. Ja. Für mich gut, kann es neu machen, aber für Kunden natürlich ein bisschen blöd, weil wenn der sagt, okay, ich habe keine Lust, alle 2 Jahre komplett, wenn da vielleicht noch eigene Extensions draufgesetzt wurden, dass man komplett alles neu machen muss, achtet ihr darauf, wenn man jetzt wirklich was
ein Fertig-Template benutzt, das vielleicht ein bisschen erweitert und dass man nach 2 Jahren sagt, okay, wir müssen jetzt halt nicht neu erfinden oder jetzt euer neues nehmen und alles umbauen, sondern man kann auch sagen, es gibt ja so eine gewisse Zeitspanne, wo ihr sagt, also auch euer Moreno läuft 2016 auch noch, oder? Ich bin ja aktuell schon an Warp 8, kann man schon mal so sagen, war ja ein Blogpost erwähnt. Und der Plan ist eigentlich, dass die halt beide laufen sollen, die 7er-Templates. Ist der Plan? Ist der Plan. Okay. Wird auch, will ich mal sagen, jetzt zu 99% funktionieren. Aber es ist halt natürlich ein bisschen problematisch auch von den Systemversionen teilweise, ne? Mit Joomla 2.5 und Joomla 3. Wir machen es ja bei uns auch immer, wir stellen ja auch mal für jedes Template 3 verschiedene Demo-Packages, die legen wir auch mal per Hand an. Das Theme können wir zwar bei uns intern sozusagen generieren für alle 3 Systeme, aber der Demo-Content ist halt ein bisschen schwierig. Und irgendwann, wenn wir merken, wie bei Joomla 1.5, da ist tot, dann lassen wir das halt auch. Und entwickeln halt auch weiter. Wenn ich das Update mache, momentan ist es ja so, wenn ich jetzt ein vorhandenes Theme habe und einen neuen Warp-Update drauf mache, dann mache ich das ja mit dem FTP meistens. Mhm. Also es ist das Theme ja wieder durch. Ja, also das Theme würde ich generell immer backuppen. Warp kann man einfach drüber bügeln. Wenn ihr jetzt das achte Release habt, denkt ihr jetzt schon so weit, dass man das auch einfach drüber bügelt oder muss man dann auch... Okay. Update-Knopf. Ist notiert. Ja, wir haben schon so ein paar Sachen auf dem Zettel, die schon... Es ganz einfach machen, wenn auch die, was wir gerade erzählt hatten, mit der neuen Modulposition, da haben wir uns auch schon was Gutes ausgedacht. Da brauchen wir nicht mehr so viel Hand anlegen später. Mir geht es aber eher, ob da eine Migration zwischen 7 und 8 passieren muss bei dem Theme oder ob das einfach nur danach quasi mit der FTP drüber gebügelt wird, der neue 8er über den 7er noch funktioniert. Das wäre schön. Ja, gebe ich mal so weiter an die Programmierer. Eigentlich ist das eine Aufgabe. Ja. Ja, da müssen wir uns eine Strategie überlegen. Ja, ich habe sonst irgendwas nochmal mehr. Ja, genau. Einmal die Modulpositionen, die grundsätzlich mitkommen, wo kann man sich die mal anschauen? Und sind das pro Template immer dieselben Modulpositionen? Nee, die verändern sich und wir abbilden dafür so eine kleine winzige Grafik, die so ein bisschen Hilfe geben soll. Bei Layouts. Ja, die ist jetzt gerade beim Kontrast hier da besser. Kannst du mal umdrehen? Nein. die Grafik updaten wir immer mit. Das ist auch eine SVG, kann man eigentlich mal größer ziehen. Ich glaube, nee, da haben wir das Ding. Da können wir halt sehen, was für Modulpositionen wir eigentlich da haben. Und hier bei Moreno gibt es zum Beispiel eine spezielle, die heißt Mosaik. Da gibt es so eine Art Grid-Effekt. Das heißt, wenn man das kleiner macht, das verschiebt sich alles. Und es gibt natürlich auch viele Themes, die dann nochmal so eine Fullscreen-Position haben oder halt ein Top-C oder ein Bottom-C. Top- oder Top-Custom. Jetzt in Moreno kommt bald raus. Ja. Das heißt, die Modulposition finde ich bei den Demos der Templates. Genau, auf der Layout. Seite der Layouts. Ah, okay. Und die zweite Frage, die ich hätte, die war nämlich ganz interessant, die mir mein Kunde gestellt hat, wo ich jetzt zum ersten Mal mit Using in Verbindung kam, war, dass er gesagt hat, weil ich bin auch Designer, ja, das kannst du ja dann auch für dein Showcase verwenden, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann, weil das ist ja Design von Useem. Darf ich jetzt als Designer, als Agentur, ein angepasstes Layout von Useem in mein Showcase stellen? Mit dem Hinweis auf Useem? Hm. Nee, Hinweis nicht, also im Quellcode haben wir ja auch Copyrights. Ja. Die müssen eigentlich drin bleiben, aber wir haben ja auch dieses, also die Sims, die kauft man sich ja. Screenshot ist schlecht im Quellcode. Ja. Nee, aber das geht. Also kannst du das immer. Nö, haben wir eigentlich auch oft mal für Showcase bei UIKit oder so, da haben einige Leute mit Warp-Theme oder so eine Seite gebaut, das sind dann auch Designer gewesen. Ja. Und das sieht man halt öfters, das ist ein Kabel. Okay. Ich habe mal eine Frage, und zwar diese Templates, die jetzt zum Beispiel für Warp 6 nur angeboten werden. Da war jetzt ja bei den letzten Unity-Templates von einigen vehement gefordert worden, dass man diese Templates vielleicht auch mal auf Warp 7 dann bringt. Ist das bei euch ein Thema? Warp 6 auf Warp 7 eher nicht. Das ist ein bisschen komplizierter. Ein bisschen schwieriger. Aber wir versuchen das natürlich in der Zukunft zu verbessern, sodass wir jetzt eigentlich ab Warp 8 auch versuchen, also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich der Fall sein, dass wir die Warp 7er Themes mit rübernehmen. Da wäre aber echt mal eine verlässliche Aussage wirklich wichtig, weil wir bauen ja teilweise Seiten auf, die dann über 2 Jahre brutal wachsen und auch wirklich mit dem Template verknüpft sind, eng. Ja.
wenn sich dann das Ding umstellt, das kann ich ja meinem Kunden eigentlich nicht zumuten, dass ich sage, ja, hey, tut mir leid, jetzt sind wieder hier so und so 4.000 fällig, ja. alle 2-3 Jahre, weil es war schon von 6 auf 7, jetzt von 7 auf 8, und wie es weitergeht, haben wir auf dem Zettel, bringt uns jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, bei Warp 6 ist das Problem gewesen. Wir haben ja damals noch mit recht alten Technologien gearbeitet. Gut, aber damals wussten wir das ja nicht. Ja. Und jetzt ist die Frage, wissen wir es jetzt für in 2 Jahren? Oder geht es nicht? Bei 8 ist dann auch die 7 eine alte Technologie, um was wir bearbeitet. Also, warum wollt ihr denn überhaupt auf Warp 7, wenn ihr Warp 6 habt? Da ist doch alles gut, oder? Also es gibt gar keinen Grund, Warp 7 abzudaten. Ja, weil irgendwann, wenn ich Joomla update, dann macht es ja das Template nicht mehr mit uns. Doch. Auch die Warp 6 Themes supporten ja alle die Joomla-Version. Genau. Also es gibt ja gar keinen Grund, für den auf Warp 7 müssen gehen. Also die Templates werden weiterlaufen, auch geupdatet, wenn sich Joomla updatet und das aber trotzdem ein Warp 6 Theme ist. Das wird natürlich weiterhin getestet und geupdatet. Aber das Problem ist halt, Warp 7 ist halt neue Technologie, das heißt mit Less-Einsatz im Customizer und so weiter. Und natürlich unserem UI-Framework konnten wir natürlich dieses Step nicht machen mit den 6ern. Das wären irgendwie, weiß ich nicht. Also die 12. zukünftigen Joomla-Versionen, da laufen eure Templates, Warp 6 jetzt zum Beispiel, trotzdem weiter. Ja. Okay. Wir werden dann irgendwann vielleicht mal. Also wie gesagt, wenn Joomla eine Version eingestampft wird, werden wir das halt auch nicht weiter mehr supporten. Mhm. Ja, also ja. Nur die offiziellen Releases. Und so. Also Grund für ein Update wäre ja zum Beispiel, dass ihr diese tollen Layouts, die jetzt auf Warp 7 laufen, auf Warp 6 laufen, eben auch mit der Komfort, mit Customizer und so weiter umstellen könnt. Ja, das ist... Ja, weil das ist halt, wie gesagt, mit komplett neuen Titeln. Ja, wir bauen ja neue Templates, wir bauen nämlich die alten nochmal neu. Ja gut, aber da gab es jetzt halt ein bisschen Kritik bei dem letzten. Das haben wir wahrscheinlich schon dazu genommen. Nee, also wir hören das auch öfters, ist auch verständlich. Aber wie gesagt, das war so ein großer Quantensprung von der Technologie her, dass wir dann das leider nicht machen konnten. Und das wollen wir natürlich in Zukunft verbessern, haben wir uns auch zu Herzen genommen, dass das dann jetzt mit den derzeitigen Warp 7 Themes in Warp 8 eigentlich problemlos klappt. Ich habe mich sonst bisher immer gegen diese Frameworks fertig Geschichten gesträubt. Mhm. Aus einem Grund, weil alles, was ich gesehen habe, war nachher performancemäßig ziemlich miserabel, weil der ganze Overhead damit geladen wird. Wie ist es bei euch? Hab ich noch gerade getestet, aber das ist mein Performance, wenn das wirklich... Das ist ja der Trick. Wir haben auch noch in Warp, also erstmal haben wir die Option noch in Warp, das hatte ich vorhin kurz nochmal erwähnt. Testumgebung würde ich zum Beispiel bei dem Compiler, der frisst sehr viel Ressourcen. Das ist, wenn ich den hier anschalte, wird der jedes Mal, keine Ahnung, wenn 30 Less-Dateien generiert. Den würde ich so ausmachen. Das haben oft Leute immer noch an und wundern sich, oh mein Gott, das ist so langsam. Und dann natürlich haben wir noch in Warp Kompressionsmöglichkeiten. Und wenn wir eigentlich den ersten ausschalten und hier einen auswählen, laufen die Themes bei uns, so wie sie sind, eigentlich relativ gut. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, wenn Leute sehr viele Extensions haben und da schon teilweise öfters mal JavaScript doppelt geladen wird, dass dann die Performance wirklich sinkt. Aber ansonsten laufen sie eigentlich relativ gut. Und die Plugins installieren ist immer gut. Gab es eigentlich schon Datum für Warp 8? Oder habe ich mir das jetzt ausgedacht? Nicht, oder? Oh, wir haben so eine interne Deadline. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird nicht allzu lang dauern. Also nicht irgendwie in 2-3 Jahren. Auf was kann man sich da freuen? Wie gesagt, eine Kleinigkeit wäre auf jeden Fall, man muss die neue Modulposition vielleicht nicht mehr mit per Hand anlegen. Ja. Und ja, eventuell auch ein neues Grid, müssen wir mal gucken. Ja, und das Ganze natürlich ein bisschen Vereinfachung, auch vielleicht von der Oberfläche her. Bisschen schöner machen. Wir haben ja aktuell, muss ich auch zugeben, leider immer hier diesen Tab, wenn wir hier reinkommen. Details, der ist halt irgendwie ein bisschen mau, ne? Gibt's halt, kann man schöner machen. Ja. Aber das Ganze wollen wir natürlich auch natürlich ein bisschen überarbeiten und alles ein bisschen einfacher und so weiter machen. Wie lange gibt es schon seit 2007? Die Enterprise ist schon viel früher damit geflogen. Ja. Sind die Grids eigentlich nicht so flexibel? Ich hatte immer irgendwie, musste den Fall haben, weil das Layout das vorgegeben hat, musste ja irgendwie 16er oder 24er Bootstrap irgendwie nehmen. Ja. Und das ist bei euch auch möglich. Das heißt, wenn ich mal so einen Fall habe, dass ich sage, ich brauche da. Genau, das Grid ist wie gesagt kommt aus UIKit und ja, auf getuikit.com.
Das ist ja die Framing-Seite, da haben wir eigentlich eine riesengroße Dokumentation zu jeder einzelnen Komponente und da wird auch das Grid komplett nochmal erklärt. Also da kannst du nachgucken, das ist halt, wie auch gesagt, voll responsive. Ich bin zwar das Englische mächtig, aber habt ihr irgendwann mal die Idee, dass er das nochmal in Deutsch macht? Das Frontend? Das Frontend? Nee, das ist also das Backend. Das Backend. Ja, kann man machen. Das ist eine gute Idee. Und der andere, wenn ich danach zum Beispiel, oder wenn ich einen Customizer bin, auf der linken Seite, an die ganze Position angehen will, da habe ich manchmal das Problem, dass ich gar nicht weiß, was jetzt überhaupt da geändert wird. Aber das hätte ja dermaßen dran. Ja. Das ist ja, haben wir auch schon gemerkt. Das ist, wenn man in Advanced Mode aufschlägt, ist das schon ja, der Hammer. Ja, dass man irgendwie da was sehen kann, wo man das ist. Gibt es da eine Dokumentation dazu? Das hast du da irgendwie zum Customizer? Ja, wir haben Doku auf GateUI-Kit und wir haben halt noch eine auf unserer Webseite zu Warp. Ihr habt einen guten Support. Das hören wir nicht oft, oder? Ich habe vorhin gesehen, bei der einen Einstellung, da habt ihr für responsive, für mobil, ja, nein. Ja. Ich habe aber teilweise die Fälle, dass ihr sagt, okay, das iPad, passt das noch, aber Smartphone nachher nicht mehr. Ja. Habt ihr auch die Möglichkeit, das zu untergliedern? Oder geht es nur entweder responsive, ja, nein? Oder? Ja, wir haben einen Customizer, gibt es halt Variablen. In den Modulen kann man es. Also, wir haben hier die Option, dafür die Module zu sagen, wie sie verhalten sollen, wann die stacken sollen oder beziehungsweise wann sie angezeigt werden sollen, wann nicht. Ja. Und in der anderen Übersicht haben wir halt nochmal die Option, wann sie stacken. Okay. Also, hier, dass du pauschal ein Modul zum Beispiel kannst du hier, das hatte ich noch auf dem Bonus gehabt, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht. Hier, wenn du die beiden aktivierst, heißt es eigentlich das Modul nur noch auf Large, das ist aktuell 1200 Pixel, haben wir als Max wird eingestellt, angezeigt wird und wenn du jetzt kleiner wirst, auf iPad kommst, auf die Auflösung, dann verschwindet das. Okay. Dann könntest du theoretisch auch ein bisschen Tricks und Informationen für gewisse Geräte einblenden oder ausblenden. Ansonsten kann man ja, wie gesagt, nochmal die Breakpoints bearbeiten, Media Queries, wenn man möchte. Okay. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr nochmal finden würdet, sonst, ja. Layout anzupassen. CSS in dazu, nochmal. Also Print CSS. Ja, Print CSS. Genau. Die liegt in UI-Kit mit drin. Also könnte man theoretisch einen UI-Kit-Ordner anlegen oder rüber kopieren aus Warp, aus dem Core und dort anpassen, wenn man möchte. Kann ich aber, wenn du möchtest, auch nochmal so zeigen. Ja. Wäre es denn nicht schön, jetzt die Konfigurationen zum Beispiel ebenfalls mit einem Schalter für Print ein- und auszuschalten? Ach so, haben wir gar nicht so drüber nachgedacht. Könnte man normalerweise in der Custom reinpacken, oder? Das können wir auch machen. Aber jetzt für Backend glaube ich nicht so. Also wir drucken unsere Webseiten selten auf. Machen uns selten.